Und jetzt sind wir live auf jeden Fall heute mit Johannes Bergmann. Zeig mal deinen Ausweis, was du anhast, damit es alle sehen. Sehr gut. Ich glaube, das kann man erkennen. In Maryland. Und Fußball spielt, richtig? Was machst du? Ja, ist richtig. Kannst. Also, ich frage dich mal ein paar Sachen. Und dann kannst du einfach antworten. Also, du bist wo gerade? Ich bin gerade, wie du schon erwähnt hast, University of Maryland. Das ist ein bisschen außerhalb von New York. Von Washington DC. Ja. Das ist so 50 Kilometer außerhalb von Washington DC, ist die Universität, ja. Washington verbindet man ja das Weiße Haus und alles. Und damit warst du schon mal dort? Hast du alle Sehenswürdigkeiten gesehen? Ich war 3-4 Mal schon in der Innenstadt. Also in der Saison ist ein bisschen schwierig, Zeit zu finden, aber ich war 3-4 Mal in der Saison jetzt schon in der Innenstadt. Hab mir alles angeguckt. Ja, es ist eine sehr schöne Stadt, gibt sehr viel zu sehen. Und ja, mit den vielen Monuments und mit dem Weißen Haus, was man ja aus vielen Filmen kennt, ist schon sehr beeindruckend, wenn man dann im Endeffekt mal wirklich dort ist und das dann alles in Realität sieht. Okay, die wichtigste Frage gleich vorneweg: Wie gefällt es dir bis jetzt? Mir gefällt es sehr gut. Also, es ist ein sehr, sehr großer Campus. Hier leben 40.000 Studenten. 40.000? Und, das Fußballprogramm ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir gut. Wir haben optimale Trainingsbedingungen. Also, wir haben einen riesen Trainerstaff. Also, dazu zählt ein Physio, ein Arzt. Wir haben 3 Trainer, also darunter noch 2 Co-Trainer, einen richtigen normalen Trainer, einen Athletiktrainer. Und generell, Trainingsbedingungen sind super. Ja, also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Okay, sehr gut. Ihr seid ja zum Beispiel, du spielst in der höchsten Liga, also NCAA Division 1. Und genau. Ihr fliegt zum Beispiel zu spielen, richtig? Das ist ja hier in Amerika so. Beschreib mal, wie das abläuft allgemein, wie der ganze Ablauf ist, wie professionell das überhaupt abläuft. Viele können sich das ja gar nicht vorstellen. Viele sagen, okay, Unisport. Das gibt es ja in Deutschland in dem Sinne nicht. Von daher, wie ist das? Meinst du jetzt generell den Tagesablauf oder wie das jetzt... Ja, erstmal allgemein, mach einfach einen Tagesablauf, ja. Wie es läuft bei dir? Also ich gehe früh, ist immer, gehe ich zur Klasse, also zur Universität, habe meinen Unterricht. Das ist meistens so 9 bis 12. Dann esse ich Mittag und dann habe ich von 14 Uhr, treffen wir uns bei uns im Lockerroom, also in der Umkleidekabine, und haben dann 15 Uhr Training bis 17 Uhr. Danach noch, wer Behandlung braucht, geht in den Physiotherapie, kriegt Behandlung. Ja, und abends geht es dann nochmal weiter mit Studieren, wenn jetzt jemand Hausaufgaben hat oder wenn jemand lernen muss für irgendwelche Prüfungen. Ja. Und generell ist es dann halt so, dass wir in der Saison, die Saison ist von Ende August, Anfang September bis, je nachdem wie weit man dann halt kommt in den Playoffs, es kann bis Mitte Dezember dann gehen. Und dann spielt man in der Saison von September bis Dezember spielt man alle 3-4 Tage hat man ein Spiel. Also ich muss sagen, man muss schon ordentlich fit sein, um das Programm dann durchziehen zu können. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil wir auch zu den Auswärtsspielen, also wir sind wir haben glaube ich 8 oder 9 auswärts gehabt und sind zu 6 oder 7 geflogen. Wir sind nur zu 2 mit dem Bus gefahren, also es ist schon sehr, sehr professionell. Okay, wie bekommst sehr, sehr du eine Vorbereitung? Wie bekommst du Uni und Sport unter einen Hut? Klappt das? Ja, es klappt gut. Also wir bekommen da relativ viel Hilfe. Wir haben einen akademischen Advisor, der uns da sehr viel um die Arme greift und hilft. Ich bekomme 2-mal die Woche noch Nachhilfe in Mathe. Nicht, weil ich jetzt unbedingt dumm bin, aber weil ich das ist jetzt eine komplett neue Sprache. Ich hatte jetzt die letzten 5 Jahre nicht viel Mathe und dann bekommen wir halt, wenn wir das brauchen, bekommen wir halt noch Nachhilfe. Also es sind auch viele ganz normale Studenten, Nachhilfelehrer sozusagen gestellt. Ja. Egal in welchem Modul wir und welcher Klasse wir das bräuchten. Bei mir ist es jetzt halt in Mathe. Weil Mathe für mich dieses Jahr wichtig auch noch war, neben den anderen Modulen. Da ganz kurze Frage, und ich weiß, es ist ja auch immer so ein großer Punkt, den viele so vor Augen haben, okay, ein neues Land, natürlich neue Sprache, wie schaffe ich das in der Uni? Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger, also ich habe ja relativ lange mit dir jetzt auch daran zusammengearbeitet, den ganzen Prozess. Dein Englisch war nicht perfekt am Anfang, ne? Und wie ist das dann, braucht man Angst haben hier in Amerika oder wie schnell hast du dich vielleicht dran gewöhnt oder nicht dran gewöhnt oder wie kommst du jetzt mittlerweile klar nach einem
nach 3,5 Monaten? Also ich muss sagen, erstmal bin ich, als ich hierher gekommen bin, also ich konnte eigentlich so gut wie gar kein Englisch. Und mittlerweile ist es relativ gut. Ich kann mich, ich meine, es ist noch nicht perfekt, das ist klar, das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es perfekt ist nach 3, 4 Monaten. Aber ich kann mich zumindest mit meinen Teamkameraden unterhalten und mit dem Professor unterhalten, verstehe auch schon relativ viel in der Uni. Und es ist halt so, es kommt halt auch an, man macht ja in Deutschland den Töpfeltest oder auch den IELTS-Test kann man machen. Und je nachdem, was man da für ein Resultat hat, kann man dann hier direkt mit Studieren anfangen oder man muss halt, wie in meinem Fall, ich mache jetzt zum Beispiel noch nebenbei eine Language-Klasse, wo ich meine Sprache noch verbessern kann. Ja, und wenn die dann, wenn das Semester jetzt, was jetzt abgeschlossen ist, wenn ich diese Language-Klasse bestanden habe, dann kann ich nächstes Semester sozusagen richtig mit Studieren anfangen. Ja. Und aber im Generellen braucht man überhaupt keine Angst haben, weil es wird einem sehr, sehr viel geholfen und es wird jetzt zum Beispiel nicht, ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand drüber witzig gemacht hat, dass ich jetzt nicht richtig perfekt Englisch sprechen konnte. Die waren eher beeindruckt, dass ich den Schritt gewagt habe und dass ich versuche, mich mit denen Englisch zu unterhalten. Ja, und die versuchen mir dann da halt zu helfen, wo es nur geht. Also, Ja. das ist, ich wurde ja sehr, sehr gut aufgenommen, wenn man jetzt bezüglich der Sprache. Ja, sehr gut. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir deine Chance eingeschätzt hatten und mit dir gesprochen haben am Anfang. Du kanntest es auch alles nicht in Amerika. Es war alles so neu für dich. Wie sehr hat es dir geholfen, dass in deinem Fall war es ja wirklich so, dass dich ein Trainer besucht hat, auch in Deutschland. Erzähl mal bitte, wie der ganze Rekrutierungsprozess ablief, auch mit wie vielen Trainern du Kontakt vielleicht hattest und wie du mit denen umgegangen bist, wie die mit dir umgegangen sind. Und so weiter. Was die dir dann auch für Angebote vielleicht gemacht haben. Muss jetzt nicht die Höhe von den Angeboten sagen, weil es ein Geheimnis, aber Ja. schon sagen vielleicht wie viele es gab und wie das da abgelaufen ist. Naja, erstmal muss ich sagen, also ich habe mir dann, es war relativ kurzfristig, habe ich mir das eigentlich überlegt. Also es ist, normalerweise sollte man ein Jahr vorher schon Bescheid sagen oder was heißt Bescheid sagen oder die Entscheidung treffen, wenn man jetzt in die USA gehen will. Ich habe die Entscheidung erst im, würde ich sagen, Februar, März getroffen, April vielleicht. Hab dann ja dich kontaktiert und weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, wie der ganze Prozess abläuft, was ich jetzt, ich habe keine, konnte nicht gut Englisch reden, ich habe keine Ahnung gehabt, ob ich mich jetzt direkt, ob ich dann eine E-Mail an die Coaches schreiben solle. Ja, dann habe ich auch dich kontaktiert, wir haben zusammen ein Recruiting-Profil erstellt mit einem Video, was wir zusammengeschnitten haben und das, da sind ja dann die Coaches im Endeffekt aufmerksam geworden, haben dann euch angerufen, du hast mir alles weitergeleitet und im Endeffekt haben dann, ja, sich glücklicherweise sehr viele Colleges interessiert, wo ich dann auch, Wie viele ja, dann schon, meinst du ungefähr waren es? Weil bei dir waren es wirklich auch viele. Also es war. waren sehr, sehr, ich würde jetzt sagen 15 bis 20, also ja, ich musste da zwischenzeitlich schon, also ohne dass ich das Angebot mir angehört habe, musste ich schon absagen. Ja. Und ja, im Endeffekt kam dann der Coach von Maryland und von der Villanova University, kam dann hierher, das ist in Philadelphia eine andere Universität, ein anderes College. Und ja, dann letztendlich hat mich der Coach von Maryland, hat mich dann überzeugt. Okay, also hat dann Ja. deine Familie besucht und wie. Genau, der ist hierher geflogen, was ich natürlich erstmal sehr, sehr beeindruckend fand, dass er sich dann ins Flugzeug setzt, sich auf den Weg macht und ja, dann in meiner Heimatstadt, ich habe zu der Zeit in Nordhausen gespielt, ist dann nach Nordhausen gekommen, hat sich da mit meinen Eltern getroffen und mir und wir haben uns dann ja sehr ausgiebig unterhalten und war dann 2, 3 Tage hier. War ganz gut, also ich fand das sehr von Vorteil, weil man halt auch den Trainer dann mal persönlich gesehen hat, nicht nur übers Telefon und ja, ich glaube dann im Endeffekt hat er mich so sehr überzeugt, dass ich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne nach Maryland gehen. Sehr gut, ich denke, da hast du auch eine gute Entscheidung getroffen, die du hoffentlich nicht bereuen wirst. Du hast jetzt noch 3 Saisons vor dir. Also jeder Athlet hat im Endeffekt 4 Saisons, um dann den Sport nachzugehen. Und auch 4 Jahre natürlich, um den Abschluss zu machen. Ich habe übrigens ein paar Spiele noch mal angeschaut von dir und kann dir sagen, im ersten Jahr hast du eine gute Rolle gespielt. Ihr seid leider im National Tournament ausgeschieden in der ersten Runde. Wie würdest du die ganze Saison beschreiben, rückblickend? Wie lief es für dich auch persönlich? Also für mich persönlich, ich
Leafs, würde ich sagen, dafür, dass es jetzt die erste Saison war, ist ja schon eine Umgewöhnung, wenn man jetzt alle 3 Tage ein Spiel hat, dann in ein neues Land kommt, neue Sprache, neue Leute kennenlernt. Es ist schon eine große, es ist eine coole Umstellung, aber es ist natürlich eine Umstellung. Und also von daher würde ich sagen, lief das erste Jahr für mich oder die erste Saison für mich sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Und ja, leider konnte man es halt nicht schaffen, aus mehreren Gründen noch weiterzukommen in den Playoffs. Sind dann unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Und ja, aber dann versuchen wir jetzt natürlich dann nächstes Jahr wieder anzugreifen. Ja, wie ist es, kommt wieder eine Frage rein, wie ist es mit Familie und Freunden? Wie ist der Kontakt zu denen und schafft man das über Weihnachten nach Hause zu fliegen? Also ich muss sagen, bevor wir heute hier Skype installiert hatten, hatte er es eher noch nicht. Also das ist eine gute Frage, weil ich weiß nicht, ob er jemals schon mal Kontakt mit Menschen hatte. Ja, nee, hab gar nichts von heimbieten genutzt. Nee, Spaß beiseite. Ich habe neulich das Skype für Herbert runtergeladen, weil der solche Sachen wie FaceTime und WhatsApp wahrscheinlich nicht kennt. Aber nee, Spaß beiseite. Ich habe regelmäßig Kontakt mit meinen Freunden. Also ich würde sagen, mit den Freunden, mit denen ich eng befreundet bin, schreibe ich fast jeden Tag. Ich meine, das ist ja im heutigen Zeitalter kein Problem mehr über WhatsApp oder über iMessage, über Instagram, Snapchat sich auszutauschen, dann denke ich mal, das ist jetzt nicht das große Problem. Und FaceTime ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern alle 3, 4 Tage, aber bin auch eigentlich regelmäßig jeden Tag in Kontakt mit dem, was jetzt SMS angeht. Und ja, also ich denke mal, es ist jetzt nicht das große Problem mehr heutzutage, sich da irgendwie im Kontakt zu bleiben durchs Internet und durch Sachen wie FaceTime, WhatsApp-Video kann man jetzt mittlerweile auch nutzen. Richtig. Snapchat, also es ist nicht schwer. Also wenn man es will, dann kann man in Kontakt bleiben. Und wenn es gute Freunde sind, dann auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ja, hast du noch was, vielleicht ein paar Tipps? Für wen ist denn das eigentlich was? Also du hast ja, bist relativ spät rüber nach Amerika. Genau. Also nicht direkt nach dem Abi, was, denke ich, der optimale Weg wäre, wegen der Spielberechtigung, Einfachheit. Ich meine, das hast du auch mitbekommen, dann musste man schon so ein paar Sachen eben so einrichten, dass es eben auch passt. Genau. Vielleicht ein bisschen mehr als bei denen, die direkt aus dem Abi kommen, direkt. Von daher, was denkst du, für wen ist ein Sportstipendium was? Für wen ist es nichts? Für wen ist allgemein Amerika was? Und für wen ist es nichts? Warte mal ganz kurz. Jetzt bist Ja, du so, da. Kein mein Problem. Fehler. Oder wie war ein bisschen der? Ja. Aber bin Jetzt kannst du los. Hast du mich gehört? ja, ich habe dich gehört. Also ich würde sagen, also erstmal ist es halt so, dass man schon ein Abitur haben muss, dass man gewisse Voraussetzungen haben muss, um überhaupt dann hierher zu kommen. Also da hatte ich dann relativ, was heißt Glück? Ich habe dann zum Glück die Voraussetzungen erfüllt, dass ich gleich mit Studieren angefangen habe, Vollzeitstudium hatte und solche Sachen. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt der, bin halt nicht gleich nach dem Abi gegangen, weil ich dachte, vielleicht wird es mit Fußball noch was und so weiter. Aber dann habe ich halt gemerkt, ohne die vierte Liga abzuwerten, für mich ist das nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten 10 Jahre weiter hier in der Regionalliga zu kicken, wenn ich die Chance habe, auch ja, auf den Stipendium und auch Ja. wenn ich die Chance habe, hier in die USA zu gehen, eine neue Sprache zu lernen, ja, ein Studium hier nebenbei zu machen, nebenbei noch gut Fußball zu spielen. Ja, mit noch, ja, auf jeden Fall mit Chancen auch auf die MLS. Vielleicht gedraftet zu werden, das weiß man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das ist natürlich auch ein Ziel. Und ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall für Leute, die Fußball, das Akademische mit dem Athletischen verbinden wollen, auf einem sehr hohen Niveau. Also wird ja auf einem sehr hohen Niveau gegeben und ich denke mal, es ergänzt sich optimal, weil in Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Wenn man Fußball auf einem guten Niveau spielen will, dann ist es mit Studieren ein bisschen schwierig. Und wenn man nur studieren will, ist es halt umgedreht genauso schwierig. Wenn man nur studieren will, Fußball auf einem guten Niveau zu spielen. Und hier ist es halt cool, hier ist alles miteinander abgestimmt. Man geht früh in die Uni und hat Nachmittagstraining, fliegt am Wochenende zu den Spielen oder alle 3, 4 Tage hat man ein Spiel generell. Und ja, also für die ja jetzt nicht nur Fußball spielen wollen oder nicht nur studieren wollen, die beides zusammen verbinden wollen auf einem guten Level, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ja. Zumal man noch mit Englisch, denke ich mal, was jetzt
heutzutage immer wichtiger wird. Da lernt man noch eine Sprache perfekt sprechen, was jetzt auch nicht so ein Nachteil ist. Sehr gut. Übrigens zählt für alle Sportarten, das Ding ist ja in Deutschland, speziell oder in Europa, ist ja Fußball sehr gut bezahlt, auch in allen Bereichen. Man wird gut gefördert. Hier in Amerika wird jede Sportart im Endeffekt gleich gefördert. Also man verdient kein Geld, das ist ganz wichtig zu wissen, sondern alle Ausgaben werden gedeckt, also im Optimalfall. Ja, also es kostet Studiengebühren, Essen, Wohnen, Versicherung, alles Mögliche. Das ist ein Gesamtpreis, der fängt dann irgendwo bei 20.000 pro Jahr an, geht hoch bis 80.000 US-Dollar. Wie viel ist in Maryland? Hier ungefähr 50.000 im Jahr. 50.000, also schon eine Stange Geld. Und dann das Stipendium kann das dann decken von 0 bis 100%. In deinem Fall kann man ja sagen, sind es 100%. Also du hast keine Ausgaben in dem Sinne. Aber wenn du jetzt in die Stadt gehst, wenn du irgendwo hinfliegst, persönlich was machst, dann musst du selber dafür bezahlen. Und das ist in jeder Sportart so. Heißt also, Fußball zum Beispiel in Amerika ist jetzt auch nicht so angesehen wie in Deutschland. Andere Sportarten werden da gleich gefördert. Und das ist meiner Meinung nach sehr gut, vor allen Dingen in dem Bereich, wo ihr spielt. Also es ist ja noch Jugendbereich, beziehungsweise eine Vorbereitung auf den professionellen Sport. Und dass dann jede Sportart die gleichen Voraussetzungen bekommt, das ist eigentlich ganz cool. Das hatte ich als angenehm empfunden, auch dann natürlich mit anderen Sportarten, mit denen man dann immer rumhängt am Campus. Das war ganz cool. Ja, Das war jetzt nur noch mal eine kurze Erklärung, ja. Leute kennen. Genau, war nochmal eine kurze Erklärung, um das mal ein bisschen darzustellen, weil sich viele das nicht so vorstellen können, weil viele auch immer denken, Fußball ist die einzige Sportart hier. Das stimmt nicht. Es gibt viele andere Sportarten, die auch sehr attraktiv sind, natürlich in Amerika, und die im Endeffekt sogar manchmal mehr Geld noch bekommen. Frauenfußball ist ein Beispiel. Frauenfußball ist ja die gleiche Sportart, aber bekommen halt auch mehr Geld zum Beispiel als Männer. Wissen viele nicht, aber die haben mehr Stipendien zur Verfügung. Von daher ist es eigentlich relativ interessant. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Ja, bei mir geht's, ich bin jetzt, habe heute meine letzte Prüfung geschrieben. Ich bin jetzt erstmal mit dem Semester durch. Hoffe auf gute Ergebnisse. Und ja, bin dann am, ich Heißt, du glaube, habe ich hoffst? Was erwähnt, wird's? vom 16. bis 19. noch in New York und dann fliege ich nach Deutschland ein. Was wird's für einen, deine Uni, dein erstes Semester ist vorbei, lief's gut? Auch notentechnisch, was denkst du? Ja, also ich bin zufrieden jetzt dafür, dass ich halt die Sprache noch, wie gesagt, noch nicht ganz so konnte, bin ich zufrieden. Okay. Und nee, also ich bin generell mit dem Fußballerischen und auch mit der Uni bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, da fühlt sich jetzt gut an, dass man das Semester geschafft hat. War ein sehr schönes Jahr und man ist auch froh, wenn man dann ja, das Semester geschafft hat, gut überstanden hat und dann nochmal ein bisschen jetzt Ferien hat, Beine hochlegen kann. Ja. Sehr gut, jetzt mal ein bisschen Aber off the insgesamt war es, bereue ich nichts, dass ich jetzt irgendwie hergekommen bin. Das war eine sehr, sehr gute Sache, dass ich den Schritt gewagt habe. Das ist natürlich auch so eine Sache, es ist nicht einfach, sich den Schritt zu trauen. Also es war bei mir auch, ich habe länger überlegt, ob ich es mache, ob ich nicht. Ich habe Freunde gefragt, aber im Endeffekt muss man es für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich ein großer Schritt, aber also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es sich sehr lohnt. Also das ist eine riesen Erfahrung, eine riesen positive Erfahrung ist, weil man so viele neue Sachen kennenlernt und ja, das ist einfach eine gute Sache. Ja, sehr gutes Schlusswort in dem Sinne. Jetzt noch ein bisschen off the record. Wie ist denn so das Unileben an und für sich? Habt ihr auch mal vielleicht Partys? Ich habe gehört, das machen die in Amerika immer mal. Jetzt war auch Halloween zum Beispiel. Wie ist das Unileben drumherum, jetzt mal unabhängig vielleicht vom Sport und Uni, weil das haben wir jetzt schon ein bisschen zu viel beleuchtet. Es gehört ja noch mehr auch dazu, das ganze Lebensgefühl. Ja, na, ich muss sagen, man kann es gar nicht vergleichen mit Deutschland, das Unileben. Also es ist hier schon, dadurch, dass ich hier jetzt auch mit 40.000 anderen Studenten auf dem Campus lebe, ist es dann schon so, dass wir natürlich auch, wenn wir jetzt ein Spiel gewonnen haben, dass man dann mal rausgeht mit der Mannschaft, mit anderen Leuten dann feiern geht. Das ist ganz normal. Das ist dann schon eine coole Sache. Wir haben hier mehrere Bars, wo man rausgehen kann. Ich denke, das gehört auch einfach dazu. Man kann nicht den ganzen Tag studieren, man kann nicht den ganzen Tag nur trainieren, das geht nicht. Sicherlich soll das an erster Stelle stehen, aber
Es geht nicht, dass man den ganzen Tag nur das Gleiche macht. Und wie gesagt, wenn wir dann ein Spiel gewonnen haben, dann sind wir natürlich auch mal rausgegangen und ja, hatten eine gute Party. Ein, Also zwei das Wasser kam dann getrunken, sehr kurz. gut. Nee, schön. Also, wie gesagt, mich freut es immer, dass viele verschiedene Erfahrungen gemacht werden. Nicht immer alles ist positiv, es wird bei dir genauso gewesen sein, aber am Ende, und deswegen hat es mir so gefallen, was du gesagt hattest, ich denke, wenn du dir es nicht getraut hättest, einfach mal dich darauf einzulassen, auf den Prozess, auch die Trainer kennenzulernen, vielleicht einfach mal zu schauen, was möglich ist. Dann hättest du viele Sachen, die du jetzt schon erlebt hast, nach 3,5 Monaten, so nicht haben können. Und das ist eine einmalige Chance in dem Sinne, dass es in 2 Jahren, in deinem Fall zum Beispiel, nicht mehr hätte möglich sein würden, wegen der Spielberechtigung. Man hat wirklich nur eine sehr limitierte Zeit. Und Genau, ja, genau. und im Los. Endeffekt, nochmal, nicht alles ist hier natürlich optimal, das wissen wir auch. Die Leute sind auch sehr verschieden. Manche kommen gut damit klar, manche nicht so mit klar. Manche sind auch mit der Uni nicht zufrieden, manche kommen nicht mit dem Trainer klar. Das ist aber wie überall im Leben. Und wenn man sich da nicht drauf einlässt, dann, ja gut, dann wird man meiner Meinung nach später überall nicht klarkommen. Von daher, cool. Mich freut es, dass es dir gut geht auf jeden Fall. Mich freut es, dass du eine sehr solide erste Saison gespielt hast im Fußball. Dass du dein Englisch jetzt doch schon, Allmählich besser ist. ja, ich hatte ja auch schon ein paar Interviews von dir gehört auf Englisch. Es ist schon beeindruckend. Also wie gesagt, es sind 3 Monate. Und wird dann wahrscheinlich auch gezwungen ein bisschen, dass du mit vielen Amerikanern bzw. Ausländern zusammenwohnst. Genau, ja, da ist man gezwungen, Englisch zu reden, und das merkt man dann, dass sich das dann im alltäglichen Gebrauch relativ schnell verbessert. Nee, cool. Und vor allem als Persönlichkeit kann ich auch sagen, du warst vorher schon, du wusstest, was du wolltest. Aber jetzt kann man schon sagen, okay, ist noch ein Schritt weiter. Weißt du, dass man wirklich komplett unabhängig jetzt nochmal in einem anderen Land ist, da gehört Mut dazu. Glückwunsch dafür. Zieh durch, weiter. Du hast noch einen sehr aufregenden Weg vor dir. Ist noch lange nicht zu Ende. Hast du vielleicht noch einen, ja, Tipp hast du jetzt schon eigentlich schon gesagt, aber was war so das Wichtigste in der Vorbereitung, wo du auch gesagt hast, okay, hätte ich das mal vielleicht eher, noch eher angefangen. Irgendwie, irgendwas. Du meinst es in der Vorbereitung auf den ganzen Prozess USA, oder was meinst du? Genau. Ja, also ich muss sagen, bei mir, ich habe halt relativ spät die Entscheidung getroffen. Das war vielleicht ein bisschen zu spät. Also man sollte gewöhnlich schon ein Jahr vorher anfangen zu planen. Ich habe das nicht so geglaubt, dass man, ich dachte mir so, ja, wenn ich im März, April die Entscheidung treffe, ja, dann gehe ich zu Herbert, rufe Herbert an, und Herbert regelt für mich das bei 3 Wochen. Und aber es ist wirklich, es ist so viel Papierkram, was auf einen dann drauf zukommt im Endeffekt. Und deswegen würde ich schon sagen, um jetzt auch dann im Endeffekt gute Angebote zu bekommen, weil am Ende, wenn es zu spät ist, dann haben viele Colleges, die haben ja nur ein bestimmtes Budget, und dann haben die ihr Budget für die Scholarships, für die Stipendien aufgebraucht. Und wenn man dann halt zu spät sich entscheidet, dann haben die kein Geld mehr. Das heißt, es fallen viele Optionen weg von vielen guten Unis, also viele Angebote. Und dass wir allein aus diesem, ja, allein wegen den guten Angeboten, die man missen würde, würde ich sagen, ist es schon sehr, sehr wichtig, sich frühzeitig, 1,5 Jahre, ein Jahr früher, schon sich drum zu kümmern und ja, dann Sehr den gut. ganzen Anmeldeprozess zu starten, weil das sehr, sehr, sehr viel, wie ich gesagt habe, Papierkram ist. Ja. Und wir alle wissen, wir haben alle viel zu tun. Es ist dann wirklich so, dass ihr, je enger es wird und je mehr Stress ihr dann habt und vielleicht noch kein Angebot habt oder noch kein Angebot angenommen habt, glaubt mir, das ist nicht so schön. Also es ist gut, wenn man frühzeitig auch Gewissheit hat, in welche Richtung es geht. Von daher. Ja, das war der Fall. Ich habe halt lange um die Spielberechtigung gezittert, und Ja. dass das alles so geklappt hat, weil das ist mit der NCAA, was der Verband ist, das dauert alles sehr, sehr lange. Die prüfen das alles sehr, sehr lange und sehr, sehr gründlich. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr gut, wenn man da so früh wie möglich anfängt. Ja, hier noch eine Frage. Würdest du die Region Maryland oder allgemein Ostküste empfehlen? Als College oder würdest du auch andere Orte empfehlen? Also ich weiß nicht, du kannst ja wahrscheinlich von deiner Uni erzählen. Erzähl erstmal davon. Also es kommt halt immer drauf an, also bei mir kam es darauf an, was will ich? Will ich jetzt
in einer guten, brauche ich ein gutes Zockerprogramm, brauche ich eine gute Uni oder will ich eine große Uni oder will ich alles so kombiniert haben? Ich wollte halt alles kombiniert haben, dass ich kein langweiliges Umfeld habe, dass ich ein gutes Zockerprogramm habe und dass ich auf dem Akademischen, dass die Reputation vom Akademischen her sehr gut ist. Da kam dann halt für mich im Endeffekt Maryland in Frage. Aber ich muss auch sagen, als wir gegen Santa Clara in Kalifornien gespielt haben, hat natürlich auch seine Vorteile, weil es halt das ganze Jahr, aber es ist relativ warm, man hat halt ein gewisses Urlaubsfeeling durch die Palmen. Es kommt halt immer darauf an, was man möchte. Wenn man es eher warm möchte, wenn man es den ganzen Winter, sollte man nach Florida gehen, nach Kalifornien. Ja, aber wenn halt auch andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Akademische und das Athletische eine Rolle spielen, dann muss man halt auch gucken, welche Uni dann am besten zu einem passt. Also es kommt halt immer auf die Person an, was man will, was man für Ziele verfolgt. Ja. Ja, und also wie gesagt, ich kann durchaus noch andere Orte empfehlen. Es gibt viele schöne Orte hier in Amerika. Ich denke, jeder, weil es so groß ist einfach, jeder Bereich ist komplett anders. Die Menschen sind anders, sie haben einen anderen Akzent. Gibt es in Deutschland natürlich auch, aber hier ist es noch ein bisschen krasser ausgebildet dann. Also wenn man in Texas ist oder in Oklahoma, in Ohio oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele interessante Orte. Jeder Ort hat wieder mal Vor- und Nachteile. Und für dich, denke ich mal, du bist schon ein Typ, der sich in einer großen Stadt auch gut zurechtfindet. Viele ja. wollen an einen ruhigen Ort, viele wollen an kleine Unis, große Unis, also es gibt alles. Das ist die gute Nachricht. Ja, es ist halt wie gesagt, es hängt von jedem selbst ab, was er jetzt bevorzugt. Ja. Und da, das ist halt das Coole, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Und wie gesagt, wenn man sich früh genug anmeldet, dann sollte das auch kein Problem sein. Ja, also wie gesagt, danke für deine Zeit heute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du noch was hinzufügen willst, ob du. Ich habe noch ein paar Fragen übrigens. Ich will dich auch nicht zu lange aufhalten. Wenn ein paar Fragen sind, dann würde ich dir noch beantworten, das ist kein Problem. Matti sagt übrigens. Ich lese dir mal vor. Bisschen off the record gerade. Also, dein Abi hast du doch hinterhergeworfen bekommen. Stimmt das? Mein Abi habe ich leider nicht hinterhergeworfen bekommen, nee. Muss ich ein bisschen was für machen. Dann. Hätte ich hinterhergeworfen bekommen. Dann mit irgendwas mit den Haaren. Alles übrigens auch noch witzig. Ich habe ein paar Bilder gesehen, wo deine Haare dann auch weg waren. Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was war da los? Nee, das ist war im Sommer. Jeder Spieler, der hier neu kommt, das ist, muss man nicht machen. Das war ist auf freiwilliger Basis, aber es ist halt gut für ein Teamspiel. Das ist auch, also ich fand es lustig, dass sich jeder halt seinen Kopf rasiert. Also ein Millimeter oder Glatze. Ja, dann hatte ich halt mal keine Haare mehr. Aber wie jetzt 3 Monate später, es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und noch eine Frage, was studiert ihr denn genau im Bereich Fußball? Also muss ich vielleicht mal vorneweg aufklären, man studiert ja kein Fußball, man spielt Fußball, um sich das Studium zu finanzieren. Also was studierst du? Also mein Major ist Economics. Muss dazu sagen, ich habe 2 Jahre in Deutschland Wirtschaft studiert. Wirtschaft, ja. Wirtschaft, genau, Wirtschaft. Ich habe 2 Jahre in Deutschland studiert, Sportmanagement, und das deckt sich so mit Wirtschaft ab. Und da wurden dann glücklicherweise auch ein paar Credits schon übertragen, dass ich dann hier gleich weiter studieren konnte. Deswegen hat sich das ganz gut ja, abgedeckt und deswegen habe ich hier dann weitergemacht mit Economics, also mit Wirtschaft. Okay, sehr ja. gut. Alles klar, ich denke, noch eine Frage. Wann bist du rübergegangen? Im August? Zu wann wollte dich dein Coach haben? Also ich denke mal, wann du am Campus sein wolltest? Ich bin schon mal hier rüber geflogen für 3 Wochen. Wie gesagt, weil ich den deutschen Kumpel hier hatte, bin ich rüber geflogen, habe mir das alles angeguckt, 3 Wochen schon mal. Aber da stand es eigentlich mehr oder weniger schon fest, dass ich hierher gehe. Dann musste ich nochmal nach Hause, weil ich mein Visum noch bekommen musste. Das ist halt auch so eine Sache, dass durch die späte Anmeldung habe ich halt mit mein Visum muss ich zurück, um mein Visum zu bekommen. Deswegen, allein aus diesem Grund ist es halt so, dass ich empfehlen würde, es eher zu machen mit der ganzen Anmeldung. Und dann bin ich Ende Juli, Anfang August bin ich dann hergekommen. Am 8. August ging die Vorbereitung los, am 26. oder Ende August dann das Semester und dann bin ich so Anfang August hergekommen, mich ein paar Tage einzunehmen und dann, ja,
im Endeffekt dann gut in die Vorbereitung zu starten, in die Preseason. Okay. Wunderbar. Also dann, ich denke, das reicht für heute. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr interessant. Ich denke, für euch ist es auch wirklich mal interessant. Wir wollen es jetzt öfter machen. Natürlich nicht nur Fußballer, damit ihr auch seht, dass es andere Sportarten gibt. Einfach mal ein paar Erfahrungsberichte dann von den Athleten zu haben, die in Amerika sind. Nochmal, es gibt immer gemischte Gefühle, wenn man hier rüber geht. Natürlich auch, was man alles erlebt auf den Weg dahin. Wichtig ist einfach immer, dass man ein Ziel vor Augen hat und das umsetzt. Und wenn es klappt, ist es schön. Bei Johannes hat es ganz gut geklappt. Und ich danke dir für die Zeit. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Und ciao. Ciao, Herbert. Mach's gut. Wir sehen uns. Hau rein. Ciao, ciao.